Hallo und willkommen zurück zu X-Rebirth. Mein Name ist Lord Yoda und wir sind gerade dabei, einen Frachter zu erobern. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das auch hinkriegen. Ist Ihr Schiff sicher genug für einen Sprung? Ja, das wollen wir mal hoffen. Der Sprung ist auch nicht das, erhaltet euer Essen bei euch, worüber ich mir Gedanken mache. Gut, dann werden wir jetzt hier springen. Na? Ah. Alle Entermannschaften bereit machen zum Entern. Wir machen den Weg frei. Lass uns loslegen, Ren. Gut, dann gehen wir mal ins Schiff. Na? Und dann sollen wir die Taranis entern. Dann probieren wir das doch mal. Die ist da hinten. Also Volldampf voraus. Bevor hier noch Gegner kommen. Da sind sie auch schon. Entern war, glaube ich, Ihre Verteidigungsanlagen sind deaktiviert. Sieht nach Sabotage aus. Was, F? Was, T? Nein, T waren die hier. Na? Ah, hier. Muss ich erst markieren, natürlich. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Wir sollten damit beginnen, den Sprungantrieb lahmzulegen. Das klingt nach einer guten Idee. Wo ist er denn? Der Sprungantrieb. Ah, der wird unten sein. Angst. Bitte, bitte, böses Gegnerschiff, ignoriere mich einfach. Ich bin gar nicht da. Ich schieße hier auch gar nicht auf deinen Freund. Sehr schön. Jetzt lass uns den Antrieb zerstören. Auch sehr gerne. Der nimmt keinen Schaden, der Antrieb. Und noch immer. Hallo. Plasma-Kanone. Gut. Ja, es ist ja schön und gut, dass ich da drauf wechsle, aber dann sollte bitte auch... Ah, besser. Wahrscheinlich habe ich die andere getroffen, oder war zu nah dran, oder wie auch immer. Jetzt geht's auf jeden Fall mal. Oh, überlastet. Ja, müssen wir kurz warten. Wir werden, glaube ich, jetzt gerade beschossen. Weichen wir ein Stück hin und her aus. Schauen wir mal vielleicht, dass sie nicht überlastet beim nächsten Mal. Sehr schön, die erste ist hinüber. Ah, hier sind die Schilde schon weg. Dann haben wir wohl da doch die vorher die ganze Zeit getroffen. Gut. Und dann haben wir auch die Schilde. Ohne Scandaten können wir auch irgendeine beliebige Stelle, die Sie wünschen, auswählen. Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass Sie dort in einem Stück ankommen. Oh ja. Wir sind schon unterwegs. Die kommen da schon angekommen. In einem Stück an. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Schütze Enterkapseln, ja, ja, ja. Keine Kapseln fliegen mehr umher. Also gut. Nun zum spaßigen Teil. Sagst du. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Also wir müssen irgendeinen komischen Turm zerstören. Fliegen wir da doch mal rüber. Hoffen, dass wir nicht angegriffen werden in der Zeit. Da hinten ist hoffentlich eine kleine Raumschlacht. Ja, wir werden angegriffen. Nee, das gefällt mir nicht. Hallo, ich bin hier gar nicht da. Ignoriere mich einfach. Tu so, als ob es mich nicht gäbe. Da ist der Turm. Immer die Plasmakanone im Auge behalten. Genau. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Dort. Schieß einfach auf sie. Ja, 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 mache ich schon. Sag mir nur wo. Ah, ich werde schon wieder angegriffen. Hallo. Ja, ich muss das da beschießen. Egal. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich hab's mal zerschossen. Einige Wächter weglocken. Dort.
Schieß einfach auf sie. Ja, das sagst du so einfach. Ah. Ich werde nämlich gerade angegriffen. Ich habe ein bisschen Angst. Wo ist denn der komische Turm? Da, unten drunter. Ja, wie kommen wir da hin? Wenn ich solche den angreifen. Schieß mir mal da drauf. Genau. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort. Schieß einfach auf sie. Gut, dann schieß mal da auch noch drauf. Was auch immer. Noch ein Plasmaturm. Ich finde es übrigens sehr nett, dass diese Plasmatürme nicht auf mich schießen. Und der ist auch Geschichte. Jetzt können wir einige Wächter weglocken. Noch einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Reicht das nicht, was wir hier schon gemacht haben? Anscheinend nicht. Dann wollen wir den auch noch zerstören. Und jawohl! Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Passen Sie für uns darauf auf, Kapitän, während wir einen Ersatz holen. Unsere Leute haben die Kontrolle über das Schiff übernommen. Sie bereiten sich darauf vor, es zu einem sicheren Ort springen zu lassen. Beschützen Sie sie und bereiten Sie sich ebenfalls auf das Springen vor. Okay. Beschützen, okay. Das ist sehr gedehnt ausgedrückt. Ja. Ja. Also, dass da 20 gegnerische Großkampfschiffe sind. Okay, 20 ist übertrieben. 3, glaube ich. Wisst ihr, gegen die ich keine Chance habe. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich werde auf jeden Fall angegriffen. Ich habe Angst, die anzugreifen, weil sobald ich die angreife, kommt das berühmte... Ah, nee, hier nicht. Stationskommando an Ren Otani. Ihre Aktionen werden hier nicht toleriert. Ihre Handlungen werden Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen. Das da. Okay, sehr schön. Wir sollen andocken. Wo denn? Wo denn? Au. Irgendeins, oder was? Dann docke ich da mal an. Herz von Albion. Und es ist definitiv ein Schiff. Dies ist die Albion Skunk. Wir bitten Erlaubnis zum Andocken. Oh, ich hatte nur noch 30 Sekunden. Und ich werde angegriffen. Okay. Vorbereiten zum Rausspringen. Ja. Ich bereite mich vor. Moment, ich klaue den Container. Okay. Statusbericht von allen Schiffen in den nächsten 5 Minuten. Wir werden nicht lange hier rumsitzen. Bormann, Ende. Er plant bereits einen weiteren Angriff? Kluge Idee. Plutarch hat nicht erwartet, dass wir uns einem großen Kampf stellen. Wir schlagen am besten erneut zu, bevor sie sich neu gruppieren können. Irgendeine Idee, was er anzugreifen gedenkt? Unsere Feuerkraft ist nicht besonders beeindruckend, also nichts allzu Großes. Nicht, dass wir jede Station in die Luft jagen wollen, die wir sehen. Gut, unser Ansehen mit Herz von Albion ging hoch. Wahrscheinlich das mit der Plutarch Mining Corporation nicht so sehr. Wenn die wüssten, dass ich sie hier gerade ausnehme. Aber wir brauchen Credits. Otani, wir haben es geschafft, für die meisten ihrer Schiffe Crews zu beschaffen. Wir haben außerdem viele vermisste Herz von Albion-Unterstützer gefunden. Einige werden uns beitreten, andere werden versuchen, die Sicherheit ihrer Familien zu gewährleisten. Sagen Sie ihnen bitte, dass wir versuchen, unsere Schiffe zurückzubekommen. Und lassen Sie sie wissen, dass sich die Dinge jetzt ändern werden. Bei den Handelsflügen nach The Freeze mit Plutarch auf unseren Fersen ist es nicht mehr so sicher wie früher. Ich leite Ihre Bedenken weiter. Ich bin mir sicher, dass Sie dafür dankbar sein werden. Was Ihre Schiffe angeht, Sie werden sie früher zurückbekommen, als Sie denken. Sie machen sich auf zum Schiffsabschleppgebiet.
Es ist eine fortlaufende Operation, aber zumindest haben wir Plutarch für eine Weile abgelenkt. Können wir irgendetwas tun? Bleib auf Empfang, wir bekommen neue Informationen. Wir haben die Schiffe. Wir stehen unter Beschuss, sind aber bereit zum Sprung. Sorry, Otani. Ich muss los und die Schiffsbewegungen dieser Schiffe koordinieren. Halten Sie sich bedeckt, bis wir Sie kontaktieren. Gut. Wir können uns in der Nähe des Tores verstecken, für den Fall, dass wir schnell verschwinden müssen. Dann wollen wir das doch mal machen. Wir gehen jetzt zumindest erstmal aufs Schiff. Das haben wir eh. Mit der Hase- und Igel-Taktik waren wir erfolgreich. Das Spiel wird gespeichert. Wow. Sehr toll, wenn auf einmal was einem entgegenkommt und auch noch groß ist. So, wir sind hier ganz allein. Wo sind wir denn überhaupt? Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Karte. Und sehen, wir sind im Sektor Innerer Zirkel. Und zwar im Albion-System immer noch. Okay. Und haben wir da jetzt ein eigenes Schiff. Die Albion Skunk. Noch eine. Und die Taranis. Okay. Sehr schön. Also wir haben ein Schiff. Können wir mal nachgucken. Wo war das denn? C? Nein. Da Info. Eigener Besitz. Ah, das heißt, wir haben immer noch die Gigurum und die Taranis. Sehr schön. Und die Taranis ist da drüben. Können wir uns mal ein bisschen angucken. Ist auf jeden Fall mal ein großes Schiff, die aber immer noch brennt. Das gefällt mir nicht so gut. Bin mir nicht ganz sicher, was wir damit machen, ob wir die hier einfach stehen lassen. Wird die angegriffen? Das fände ich überhaupt nicht lustig. Was bist du denn? Was? Okay. Wir könnten mal hier mit der kommunizieren. Lass mal sie stehen oder nehmen wir sie mit? Was machst du? Der fliegt einfach durch. So, Taranis, Hülle 94%, Lager leer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wird angegriffen. Was bist du? Ist auf jeden Fall nicht freundlich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich sie mitnehme, habe ich halt das Problem, dass sie halt unterwegs angegriffen werden kann. Wenn ich sie stehen lasse, habe ich das Problem, dass sie hier zerstört werden kann. Naja, das heißt, wir sollen dahin fliegen. Drum fliegen wir jetzt mal dahin und schauen dann nach, was passiert. Fliegen wir erstmal zum Wassertor. Wo ist das denn? Gehen wir mal hier entlang. Und ja, ich hoffe, wenn wir dann angekommen sind, existiert die Taranis noch. Das wäre nämlich sehr schade, wenn das schöne Schiff kaputt wäre. Ich muss definitiv früher reagieren in diesen den Spurwechseln. Jetzt will ich gar nicht mehr, weil wir kommen jetzt hier gleich an. So, Vorpfosten Alpha, der ist dahinter. Wenn es jetzt nicht gerade gegnerisches Gebiet wäre, hätte ich gesagt, schauen wir mal nach. Mal beim Sprungtor. Anscheinend wurde ich in dieser Zone geboren. Die Station existiert nicht mehr, nachdem Plutarch alles wiederverwertet hat, was sie nicht schon genutzt haben, um ihre Schiffsproduktion zu unterstützen. Das ist schön für dich, aber ja. Moment mal, hat die... Vielleicht hat sie einen Sprungantrieb. Ich dachte mir gerade, ob die Taranis einen Sprungantrieb hat, aber der hilft uns halt auch nicht viel. Wenn
sie keine Energiezellen hat. Kapitän rufen. Mit Ihnen zu unterhalten, Sir. Schiffdetails anzeigen. Okay, hat einen Kapitän. So, die Hülle war vorher bei 94%. Der Sprungantrieb ist okay. Mhm. Ja, dann riskieren wir das einfach. Ihre Staffel an, Sir. Freue mich schon darauf. Und dann das DE. Okay, die Hülle. Ah ne, das ist das falsche Schiff. Daran ist DE. Mhm. Da waren wir vorher. Und was ist SM? Okay, da sehen wir sie. Wo ist sie denn? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Mal schauen, ob sie sich bewegt. Unser Treibstoff langt nicht für einen so weiten Sprung. Da ist absolut nichts zu wollen. Okay. Das heißt, sie kommt nicht mit, weil sie keinen Treibstoff hat. Na, dann soll sie stehen bleiben. Dann soll sie erstmal stehen bleiben. Wir fliegen da jetzt mal hin, unser Missionsziel zu erfüllen. Und dann schauen wir weiter. Ich hoffe mal, sie wird in der Zeit nicht abgeschossen, aber die sah doch etwas stabiler aus. Das heißt, es sollte jetzt nicht von hier auf gleich kaputt gehen. Und sie ist jetzt auch nicht mitten in den gegnerischen Herden, sage ich mal, dass sie unter Dauerbeschuss steht. Ich transferiere Ihnen nun die Kontrolle. Was wollen Sie jetzt unternehmen? Wir werden weitermachen. Es gibt genug Orte da draußen, um sich zu verstecken. Es bringt nichts, sich an einem Ort zu lange aufzuhalten. Viele unserer Leute werden immer noch festgehalten und Plutarch wird die Zeit nutzen, um sich zu stärken. Wir erwarten, dass Ihre Drohnenproduktion drastisch ansteigen wird. Falk, ich denke, wir sollten unsere Beziehungen zu den Kantaranen in De Vries weiter ausbauen. Wenigstens sollten wir ihnen einige der versprochenen Vorräte zukommen lassen. Der Krieg kann nur so lange eskalieren, wie wir Plutarchs Schiffsbauoperationen nicht ausgeschaltet haben. Unter Umständen werden wir einen Ort brauchen, zu dem Flüchtlinge fliehen können. Wenn diese Kantaraner uns dabei helfen können, bin ich auch bereit, sie zu unterstützen. Jetzt müssen wir erst einmal in Bewegung bleiben, um Plutarchs Kräfte abzuschütteln. Wir können uns nicht den Luxus leisten, uns an einem bestimmten Ort zu sammeln und zu neuer Stärke zu gelangen. Da das der Fall ist, steht Ihnen eins unserer Bauschiffe zur Verfügung. Ich hoffe, es ist Ihnen möglich, damit etwas Gutes in De Vries zu tun, ohne von Plutarch gestört zu werden. Vielen Dank, Kapitän Bormann. Wir werden eine gute Verwendung dafür finden. Gut, Sie beide halten sich am besten aus jedem Ärger raus. Bormann, Ende. Das klingt auf jeden Fall mal nicht schlecht, ein eigenes Bauschiff. Dass unsere Schiffe an einem sicheren Ort sind. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich habe eine Liste mit Waren zusammengestellt, die Kantaraner gebrauchen könnten. Nichts allzu Wertvolles für diesen Testlauf. Wenn wir bereit sind, werde ich versuchen, Bormann zu kontaktieren, damit er uns hilft, durchs Tor zu kommen. Dann, wie rum jetzt? Durch dieses Tor? Oder... Nee. Ist mir jetzt nicht ganz klar, was sie meinen. Wir fliegen da jetzt mal hier rein. Ah. Schnell da rein. Und dann lesen wir mal nach. Also. Info. Missionsmanager. Gut. Liefere 300 Einheiten Nahrungsration an RC Solar irgendwas. Okay. Und zwar im De Vries. Okay. Das bedeutet, wir müssen irgendwie Nahrung besorgen. Dazu müssten wir erstmal die Nahrung bekommen. Und ich vermute, da wo wir jetzt gerade hinfliegen, ist eben da, wo es gebraucht wird. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir haben ein Konstruktionsschiff und die Rahanas. Wo steht die Rahanas denn? Das war hier und auf SM.
rote Felsen. Aufstrebende Mine, wo auch das Konstruktionsschiff ist. Rendezvous-Koordinaten. Moment. Nochmal, wir schauen jetzt mal die Karte an. Hier ist irgendwas Gegnerisches, das gefällt mir nicht. System. Galaxie, so. Und zwar in Albion gibt es einmal hier das Konstruktionsschiff, glaube ich. Die Tanaris. Ja, die fliegt da wahrscheinlich gerade fröhlich vor sich hin, genau. Und hier im Vorpfosten Alpha, in der aufstrebenden Mine, ist das Konstrukt. Wir werden angegriffen. Von wem werden wir angegriffen? Ich sehe nichts. Da. Hier kommst du. Hallo? Kann ich den bitte als Ziel haben? Ja, das ist jetzt schon wieder Blutteich Mining und ich möchte mich mit Blutteich Mining eigentlich nicht noch schlechter stellen, als ich schon bin. Okay. Aber das heißt, unsere beiden Schiffe sind eigentlich nicht hier, sondern in einem anderen Sektor. Das heißt, ich probiere das jetzt mal aus. Ich werde hier einfach durchfliegen und die Blutteich mal komplett ignorieren. Bleibt mir leider gerade nichts anderes über, aber ich möchte mit denen auch irgendwann mal wieder mich aufhalten können, ohne dass ich sofort abgeschossen werde. Und wenn ich jetzt noch ihre Schiffe abschieße, dann hilft das nicht viel. Das ist zwar jetzt etwas blöd, aber irgendwo kriegen wir garantiert Missionen, dass wir uns mit denen besser stellen können. So, da oben ist ein Schiff, da hängen wir uns mal dran. Sind wir ein bisschen schneller. Gut. Hier ist noch schneller. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt zu dem Herzeleitnebel da noch fliegen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Beziehungsweise, wo sollen wir eigentlich gerade hinfliegen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nach Herzeleitnebel, aber wir sollen zu Sengende Schleier fliegen. Aha. Wie auch immer. Ah, Moment. Das eine ist das System, das andere ist die... Kann das sein? Zone. Wie auch immer. Boosten wir mal etwas. Aber so, dass wir vielleicht wieder Schilde haben, bevor wir da ankommen. Ah, das dauert immer ewig hier, weil da einfach keine anderen Schiffe sind. Wir können mal die Zeit nutzen, um zu gucken, was unsere anderen Schiffe machen. Die Rahanas steht da immer noch rum. Das Konstruktionsschiff auch. Und die Taranis, die steht auch noch rum. Ja, schön. In anderen Worten, sie stehen eigentlich alle rum. Nur wir fliegen und wir können gerade damit nichts anfangen und hinzu kommt, wir werden nicht gemocht in dem System, wo die stehen. Ja, hurra! Das heißt, wir haben zwei Optionen. Entweder wir holen die Schiffe irgendwie alle hierher oder wir fliegen rüber, schauen, dass wir da handeln, die erforderlichen 300 Nahrungseinheiten holen. Und dann hier wieder irgendwo hinfliegen. Oder als drittes, wir schauen, dass wir die erstmal stehen lassen. Ich hoffe mal, es passiert ihnen nichts. Und uns mit der Blutteich Mining Corporation etwas besser stellen, sodass wir nicht mehr in Gefahr laufen, die ganze Zeit angegriffen zu werden von der eben der Blutteich Mining Corporation. Was mir sehr recht wäre. Denn sie müssen uns nicht gleich lieben, aber wäre gut, wenn sie uns nicht abschießen, sobald sie uns sehen. So, und ich frage mich, wie lange das hier noch dauert, bis wir endlich ankommen. Okay. Und die wollen jetzt 300 Nahrungsrationen haben. Die haben wir natürlich nicht. Könnte es auch anders sein.
Aber gut, jetzt wissen wir zumindest, dass wir sie hierhin liefern müssen. Und dann werden wir hier mal docken. Beziehungsweise docken, wo wir können. Hier, glaube ich, können wir ja gar nicht docken. Müsste irgendwie hier hinten gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Da gibt es eine Bounty-Mission. Schauen wir mal, ob wenn sie einfach ist, dann gefällt mir das. Hallo Pilot, Sie sind also bereit für diesen Job? Erzähl mir mehr. Ich übertrage jetzt die Daten für den Auftrag an Ihren Computer. Schwer. Nein. Danke. Was auch immer. Whatever. Genau. Eine schwere Mission traue ich mir immer noch nicht zu. Vor allem, wir haben uns nicht wirklich abgegradet. Und ja. Da können wir docken. Dann docken wir hier mal. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Wir freuen uns immer, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Und dann schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Ein Manager, den werden wir dann wohl bald brauchen, da wir ja ein Konstruktionsschiff haben. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen verkaufen können. Unser Treibstoff langt nicht für einen so weiten Sprung. Da ist absolut nichts zu wollen. Ja, okay. Habe ich verstanden. Ich schaue hier jetzt noch, ob wir ein paar Sachen loswerden. Und dann ist auch wieder Zeit für eine Pause. Wir haben einen Kampf gewonnen. KI da, AGI hier. Was soll der Aufstand? Genau. Manager. Zellenspezialist, was Hallo, ist das mein denn? Freund. Pass auf dich auf und auf Wiedersehen. Wie auch immer. Brauchen wir gerade nicht. Oh. Es waren ein paar harte Jahre, das können Sie mir glauben. Und, ja, gibt's hier denn gar keine? Hier gibt es einen Dance Club, dann schauen wir da mal rein. Die Pilotin ist an der Bar. Rekrutierungsoffizier brauchen wir nicht. Marineoffizier auch nicht. Ja, anscheinend gibt es echt niemanden zum Handeln. Ja gut, dann müssen wir die Folge ohne Handel abschließen. Schade, aber ja. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich werde mich jetzt dann nochmal... Kann es sein, dass nicht mehr in jedem Spinden was drin ist? Das wäre mal schlau. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal schlau machen, wie man am besten an Ruf von der Blue Teich Mining Corporation kommt. Und... Oh, da könnte man noch einmal kurz... was? Reinschauen. Und... dann auch feststellen und mir überlegen, wie wir weitermachen. Es war jetzt doch auch eine längere Pause. Ich bin froh, dass es weitergeht. Also für mich war es eine längere Pause. Aber mittlerweile sieht es ja halbwegs so aus, als ob alles funktioniert. Diese Mission hatte ich bevor der Pause schon mal versucht eben zu machen. Das ging gründlich in die Hose, da ich dann nicht nur von einem Schiff angegriffen wurde, sondern eher von 10. Und da war nichts möglich. Genau, aber jetzt sieht's gut aus. Wir machen hier eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.